my goodness, it's so good to be here in Germany. Ich freue mich so, hier in Deutschland zu sein. It's actually our first time in Europe, believe it or not. Es ist das erste Mal, dass wir in Europa sind. Yeah, we've been to South America. Wir waren in Südamerika. To Japan. In Japan. Mexico. Mexiko. But never Europe. Aber noch nie in Europa. Yes, and we chose Germany to come first. Und wir haben Deutschland ausgewählt, das erste Land zu sein. Actually, both me and Teresa are from our parents are from Germany from a while ago. I got to explain one more thing just for the culture. Where they come from, von der Kirche, wo sie herkommen, da sind Leute schon sehr aktiv am Beteiligen, wenn jemand predigt. Und das wirklich, das macht schon richtig hart Bock, wenn man dort auch spricht. Und es ist nicht so ganz deutsch, aber wir können einfach auch ein bisschen, einfach auch Bock haben, uns beteiligen, wenn sie sprechen, okay? Also man kann auch mal aufstehen, wenn man sagt, ich jetzt richtig gut. Ja, man kann auch einfach mal anfangen zu klatschen. Man kann auch mal reinrufen, Amen, praise the Lord, Halleluja. Ja, und aus unserer Komfortzone rauskommen und uns das ein bisschen einfach auch mit anfeuern, mit greifen, okay? Und vor allem, wenn es jetzt auch ein bisschen länger geht, es kann sein, dass man dann auch mal denkt, oh, jetzt werde ich müde. Dann hilfst du dir selber auch zum Daranbleiben, wenn ich reagiere, okay? Okay, just short. Danke. Yes, we are an engaging church at Awaken Church. Ja, bei uns ist die Gemeinde aktiv bei der Awaken Church. When I first got there, I did not understand it. Als ich da zum ersten Mal hingekommen bin, habe ich es noch nicht so ganz verstanden. I think that's the German in me. Ich glaube, das ist der Deutsche in mir. But you know, there's a reason for it. Aber es gibt einen Grund dafür. When you engage, wenn du mitmachst, you can pull something out from the preacher. Dann kannst du etwas aus dem Prediger rausziehen. There is a spiritual exchange. Da gibt es einen geistlichen Austausch. You also remember more. Außerdem erinnerst du dich dann an mehr. So there's purpose to it. Also hat es auch einen Sinn. It's not disorderly. Es ist nicht unordentlich. But it's orderly. Sondern es ist ordentlich. Germans like order, do they not? Die Deutschen lieben Ordnung, oder nicht? Anyways. Amen. So, yeah, me and my wife, we are pastoral care directors at Awaken Church. Meine Frau und ich, wir sind die Leiter für den Pastoral Care Bereich. And we work with a lot of ministry. Und wir arbeiten mit vielen verschiedenen Dienern. And we are so blessed to be here with you guys today. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit euch hier sein können. Yes. And today we're going to talk about what we train our ministers with. Und heute sprechen wir über das, was wir auch zur Ausbildung von unseren Menschen benutzen. So the same training we do for our ministers, we're going to do it here for you today. Das gleiche, was wir also zu Hause machen, wie wir die Leute ausbilden, das machen wir auch für euch. Yes. We want you to be equipped to walk in the power of the Holy Spirit. Wir wollen, dass ihr ausgebildet seid, in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen. Yes. And so it's going to be practical. Es wird also praktisch. But it's going to be powerful. Und es wird mächtig. I believe God is both one of practicalness and powerful. Ich glaube nämlich, dass Gott will, dass wir praktisch sind und mächtig. Yes. Not just up in heaven, but bringing heaven to earth. Nicht nur irgendwie im Himmel sein, sondern dass der Himmel auf die Erde kommt. So our first session today, we're going to talk about baptizing in the Holy Spirit. Zuerst wollen wir heute also über die Taufe im Heiligen Geist sprechen. We're going to talk about the importance of it. Die Wichtigkeit. And then also how to lead someone into it. Und dann, wie wir jemanden dahin begleiten können. Does that sound good? Klingt das gut? Amen. Amen. So, I think we all agree that being baptized in the Holy Spirit is a gift from God. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Taufe im Heiligen Geist ein Geschenk Gottes ist. Now, I grew up in a religious church. Ich bin in einer religiösen Kirche aufgewachsen. So, it wasn't so good. Da war das Thema nicht so gut. I was a little scared of it. Ich hatte Angst davor. What I saw were people just acting crazy. Was ich gesehen habe, war, dass Menschen sich komisch oder verrückt verhalten haben. But not realizing there was a healthy expression to it. Und mir war nicht klar, dass es da auch einen gesunden Weg gibt darin. And it's a very powerful thing to have the Holy Spirit. Es ist eine sehr mächtige Sache, den Heiligen Geist zu haben. After all, we believe in the Trinity, do we not? Denn wir glauben immerhin an die Dreieinigkeit, oder? We're not binitarian. Wir sind nicht Zweieinigkeitler. We're Trinitarian. Sondern Dreieinigkeitler. Not just Father, Son. Nicht nur Vater und Sohn. But Father, Son, Holy Spirit. Sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist.
In fact, Jesus said he left so that we could have the Holy Spirit. Jesus sagte sogar, ich bin gegangen, damit ihr den Heiligen Geist haben könnt. And that is a powerful thing for us. Und das ist also eine mächtige Sache für uns. Yes, it gives us the ability to be able to communicate with God. Es gibt uns die Fähigkeit, mit Gott kommunizieren zu können. And minister on a whole another level. Und auf einem ganz anderen Level dienen zu können. Jesus said there was we need God is spirit. Jesus said that God is spirit. Jesus hat gesagt, Gott ist Geist. And so we must worship him in spirit and truth. Und deswegen müssen wir ihm in Geist und in der Wahrheit anbeten. I grew up in a church that loved truth. Wir sind eine Gemeinde, die die Wahrheit liebt. But did not move in the power of the Spirit. Aber wir waren nicht im Heiligen Geist unterwegs. It's not either or. Es geht nicht um entweder oder. It's both. Sondern beides. Truth. Wahrheit. Germans love truth, right? Wir Deutschen lieben die Wahrheit, oder? But we also love spirit. Aber wir lieben auch den Geist. Yes. So becoming baptized in the power of the Holy Spirit is how we access the gifts of the Spirit. Im Heiligen Geist getauft zu werden ist der Weg für uns, die Geistesgaben nutzen zu können. It's what takes our ministry from natural to supernatural. Es nimmt unseren Dienst von dem Natürlichen und bringt ihn ins Übernatürliche. Yes. And Jesus gave us a mission to make disciples. Jesus gab uns eine Mission, Jünger zu machen. And doing that, he gave us the Holy Spirit as a helper. Und um das zu tun, hat uns den Heiligen Geist als Hilfe gegeben. And so as ministers, we need to be able to impart this to other people. Als Diener im Reich Gottes müssen wir das also anderen Leuten weitergeben können. Yes. We receive Jesus, we receive all of him. Als wir Jesus empfangen haben, haben wir den Ganzen, alles empfangen. Not just part of him. Nicht nur Teil von Jesus, sondern alles von Jesus. And God is not a God of partiality. Und Gott ist kein Gott, der nur kleine Teile gibt. He is not a respecter of people. Er schaut nicht den Menschen an. He is a respecter of his principles. Sondern er schaut seine Prinzipien an. So he's promised all of us as believers the Holy Spirit. Er hat also uns allen als Gläubigen seinen Heiligen Geist versprochen. So why do we need the Holy Spirit? Warum brauchen wir also den Heiligen Geist? Well, I want to tell you a quick story. Ich will euch dazu eine kurze Geschichte erzählen. Years ago, vor vielen Jahren, me and my wife went on a missions trip to Bolivia. Da sind meine Frau und ich auf eine Missionsreise nach Bolivien gegangen. Bolivia is a very poor country in Bolivien South America. Ist ein sehr armes Land in Südamerika. But they are very aware of the spiritual. Aber sie kennen sich sehr gut aus mit der geistlichen Welt. I'm not sure how it is here in Germany. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist. But in America, aber in Amerika, the devil likes to stay quiet. Da ist der Teufel gerne ruhig. Or hidden. Oder versteckt. He's there. Er ist zwar da. But hidden. Aber versteckt. In Bolivien, he's wide out in the open. Da ist er volle Kanne in der Öffentlichkeit. So people are scared of him. Also haben die Menschen Angst vor ihm. So people understand the spiritual. Die Menschen verstehen die geistliche Dimension. That there is a spiritual reality. Dass es eine geistliche Realität gibt. They just don't know how to embrace it. They don't know how to operate in it. Aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. So when we were in Bolivia, als wir also in Bolivien waren, we went around ministering to a bunch of different people. Da waren wir unterwegs und haben für verschiedene Leute gebetet und ihnen gedient. But at that time we had not been filled with the Holy Spirit. Aber damals waren wir noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. But we'd been going from school to school to school. Wir gingen von Schule zu Schule zu Schule. Preaching the gospel. Predigten das Evangelium. Crazy to think, right? Verrückt, gell? Also. But we were preaching the gospel from all these schools. Wir haben das Evangelium gepredigt in all diesen Schulen. And our translator said, "You guys are doing such a great job." Und unser Übersetzer sagte, ihr macht so einen guten Job. That I'm going to bring you into another school. Dass ich euch jetzt zu einer anderen Schule bringen will. But in this school, aber in dieser Schule, it's very common to see demonic possession. Da ist es ganz normal, dämonische Besessenheit zu sehen. And he talked about it like it was no big deal. Und er sprach darüber, als wäre es was ganz Normales. Like, it's just very normal. Es ist ganz normal. So he said, you know, one of the kids will probably manifest to distract from the gospel. Also sagte er, einer von den Schülern wird wahrscheinlich manifestieren, um vom Evangelium abzulenken. And he said, I don't know why, but last time it really scared the last American. Und er sagte, ich kann gar nicht verstehen, warum, aber der letzte Amerikaner, der da war, hatte da richtig Angst davor. Because there was a little 6-year-old girl. Weil da ein kleines 6-jähriges Mädchen war. Does not speak English. Das kein Englisch konnte. But spoke English in a man's voice. Aber plötzlich Englisch gesprochen hat und zwar mit einer Männerstimme. See, the devil did not want the gospel to be preached. Denn der Teufel wollte nicht, dass das Evangelium gepredigt wird. So he told us, just take the kid, bring him out, cast out the devil and be good. Also sagte er zu uns, wenn das passiert, nimm das Kind, bring es raus, treib den Dämon aus und dann passt. But see, I was not ready for this. Aber wisst ihr, ich war dafür noch nicht bereit. I was a little scared, not gonna lie. Ich sag euch die Wahrheit, ich hatte ein bisschen Angst.
So I said, Carlos. Also sagte ich zu ihm, Carlos. I've never cast out a devil before. Ich habe noch nie einen Dämonen ausgetrieben. We're gonna need your help. Wir werden deine Hilfe brauchen. See, it was in that moment. Und in diesem Moment. That I realized all my theology. Wurde mir klar, dass meine ganze Theologie. Did not empower me. Mich nicht befähigt hat. To operate in the Spirit. Im Heiligen Geist zu gehen, zu wandeln. Yes. And I love theology. Und ich liebe Theologie. I love the Bible. Ich liebe die Bibel. But we need the Holy Spirit. Aber wir brauchen den Heiligen Geist. Amen. Because the devil needs to be confronted with force. Denn der Teufel muss kraftvoll und mächtig konfrontiert werden. And that's what we're called to do. Und dazu sind wir berufen. It's not just knowledge. Es geht nicht nur um Wissen. But knowledge and power. Sondern Wissen und Macht, Kraft. It's one thing to know about a Porsche. Es geht about what? Porsche. Porsche. Es ist eine Sache, vom Porsche zu wissen. It's another thing to drive it. Aber eine ganz andere Sache, ihn zu fahren. Yes. So, what type of faith do you want? Was für eine Art Glaube willst du also? Do you want a Ford Focus? Willst du einen Ford Focus faith? Glauben? Or a Porsche faith? Oder einen Porsche Glauben? We want some horsepower. Yes. So Matthew 28:18-20 says. Matthäus 28:18-20, da steht. And Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age. Amen." Da trat Jesus zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin und macht zu Völker und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. See, once we are saved. Wenn wir einmal erlöst sind, it's not just our mission to create awareness. Dann geht es nicht nur darum, dass wir Menschen auf etwas aufmerksam machen. And tell them the good news. Und ihnen das Evangelium erklären. But it's also to bring them into an experience with the living God. Sondern auch sie in eine Erfahrung des lebendigen Gottes zu bringen. To empower them with gifts. Sie zu befähigen mit Gaben. And with the Holy Spirit. Und mit dem Heiligen Geist. To allow them to experience the freedom that could only be found in God. Damit sie die Freiheit erfahren können, die wir in Gott finden. I've seen this work out in our own lives. Ich habe das in unserem eigenen Leben festgestellt. How powerful it is when you can speak a word of wisdom. Wie stark es ist, wenn du ein Wort der Weisheit sprechen kannst. A word of knowledge. Oder ein Wort der Erkenntnis. To see gift of prophecy. Wenn man die Prophetie als Gabe sieht. To see gift of faith and of healings. Wenn man sieht, wie eine Gabe des Glaubens passiert oder eine Heilung. The working of miracles. Wie Wunder passieren. Discerning of spirits. Wie Geisterunterscheidung geschieht. And even tongues and the interpretation of tongues. Und auch in anderen Sprachen zu sprechen und die dann zu interpretieren. All of these things are from the Holy Spirit. All diese Dinge sind vom Heiligen Geist. Now I don't want you to look at just the outward manifestation, but I want you to look at the fruit. Und wir sollten uns nicht nur das Äußerliche anschauen, die Manifestation, sondern die Frucht. I've seen a word given in season. Ich habe gesehen, wie ein Wort zur richtigen Zeit gegeben wurde. We've moved in it where it didn't make sense to us. Und an dem Punkt haben wir es nicht verstanden. Es hat für uns keinen Sinn gemacht. My logic said, don't speak this. This makes no sense. Meine Logik hat mir gesagt, sprich das nicht aus, weil es keinen Sinn macht. But I knew that I had to because that wasn't me. Aber ich wusste, dass ich es aussprechen musste, weil es nicht von mir war. And then you see someone just break down weeping. Und dann sieht man, wie jemand, der das hört, plötzlich in Tränen ausbricht. It was exactly the word they needed to hear. Weil es genau das Wort war für diese Person, was sie hören musste. The Holy Spirit cares about his church. Der Heilige Geist liebt seine Gemeinde. He cares about his people. Sein Volk ist dem Heiligen Geist wichtig. He loves us as a people. Er liebt uns als sein Volk. He wants to care for us and comfort us. Er will uns versorgen und uns trösten. How are we supposed to do that with just theology? Wie sollen wir das machen, wenn wir nur Theologie haben? Or with just head knowledge? Oder einfach nur mit Wissen im Kopf? The power of God is powerful enough. Die Kraft Gottes ist mächtig genug. To bring real transformation. Um echte Veränderung zu bringen. Amen. 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 So this is why we baptize people to bring them into full empowerment. Und deswegen taufen wir die Menschen, damit sie die Fülle der Gaben erfahren können. Freely we receive and freely we give. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr auch weitergeben. There's nothing special about me or my wife. Es ist nichts Besonderes an mir oder meiner Frau.
Except for the fact that we've received and now we want to give. Außer dass wir empfangen haben und jetzt weitergeben wollen. I truly believe that this is the generation here in Germany. Und ich glaube wirklich, dass dies die Generation in Deutschland ist. I remember getting a word that this is a Josiah generation. Ich habe wirklich den Eindruck, dass es eine Josia-Generation ist. This is where the Reformation started. Hier in diesem Land begann die Reformation. Our church in America would not exist without Germany. Unsere Kirche in Amerika würde nicht existieren ohne Deutschland. Remember your heritage. Erinnert euch an eure heritage. Yeah, everybody screamed the German word. That feels great. Yes. Danke. Yes. Herkunft. And I want to encourage you that this is where the Holy Spirit starts, is this generation. Und ich will euch ermutigen, dass hier in dieser Generation der Heilige Geist beginnen wird. This could be the generation where revival starts across Europe. Das wird die Generation sein, von der Erweckung durch ganz Europa ausgeht. By the way, we absolutely love your pastors. Übrigens, wir lieben eure Pastoren. Yes. You guys have incredible pastors. Ihr habt unglaubliche Pastoren. God must love this area because he gave you guys your pastors. Gott muss euch lieb haben, weil euch diese Pastoren gegeben hat. Matthew 10:8. Matthäus 10 Vers 8. Says heal the sick. Da steht heilt die Kranken. Raise the dead. You read it in there. Yes. Cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr es weitergeben. So remember, you cannot give what you do not have. Also denkt dran, ihr könnt nicht geben, was ihr nicht habt. But God wants to give us all liberally. Aber Gott will uns allen frei geben. When you've been healed, it's easy to believe for healing. Wenn du selbst geheilt wurdest, dann fällt es uns leicht, auch an Heilung zu glauben. When you've been set free, it's easy to set other people free. Wenn du selbst befreit wurdest, ist es leicht, andere Leute zu befreien. When you've walked out of a broken life, it's easy to lead other people out of a broken life. Wenn du aus einem zerbrochenen Leben gegangen bist, ist es leicht, andere Menschen aus zerbrochenem Leben zu führen. And not only that, we have a responsibility to do so. Und nicht nur das, wir haben eine Verantwortung, das zu tun. It's not just hearers of the word, but doers of the word. Denn es geht nicht nur darum, das Wort zu hören, sondern es auch zu tun. Now, my encouragement to you today. Meine Ermutigung für euch heute. Is that it's not us doing the work. Ist, dass nicht wir diejenigen sind, die die Arbeit machen. It's the Holy Spirit doing the work. Es ist der Heilige Geist, der die Arbeit macht. You don't have to worry about healing anybody. Ihr müsst euch keine Gedanken darüber machen, irgendjemanden zu heilen. It's the Holy Spirit who heals them. Denn der Heilige Geist wird jemanden heilen. We're just there. Wir sind einfach nur da. We just walk in obedience. Wir gehen nur in Gehorsam. It's incredible to see what happens. Es ist unglaublich zu sehen, was passiert. Acts 3 6 says, then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Apostelgeschichte 3, Vers 6. Petrus aber sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. See, it was by faith in the name of Jesus. Es geschah durch Glauben an den Namen Jesus. Wasn't of his own working. Nicht aus seinem eigenen Kraft. Wasn't his level of godliness. Es war nicht, wie heilig er war. Wasn't the fact that he was an apostle. Oder dass er ein Apostel war. It was because of the Holy Spirit. Sondern es war wegen dem Heiligen Geist. So what does being baptized in the Holy Spirit look like? Wie sieht es also aus, im Heiligen Geist getauft zu sein? Well, first of all, and this is the most triggering for most people. Erstens, und das ist für viele das größte Problem, is speaking in tongues. Ist die Zungenrede. Yes, praying in the Spirit. Im Geist Gottes zu beten. This was so weird for me the first time I heard about it. Das war für mich sehr komisch, als ich das zum ersten Mal gehört habe. I was like, I'm not going to be like those weirdos. Ich dachte mir, so wie die komischen Leute werde ich nicht sein. And now I am definitely one of those weirdos. Und jetzt bin ich auf jeden Fall so jemand Komisches. But it has done so much for our lives. Aber wisst ihr, das hat unserem Leben so viel gegeben. Because when we're praying in the Spirit, denn wenn wir im Geist beten, we're not praying with our natural mind. Dann beten wir nicht mit unserem Verstand. We're praying in our spirit. Sondern wir beten mit unserem Geist. Our natural mind can limit us. Unser natürlicher Verstand kann uns begrenzen. So we need to be able to speak in the Spirit. Und deswegen müssen wir fähig sein, im Geist zu sprechen. It's such a blessing that God has given us this gift. Und es ist so ein Segen, dass Gott uns diese Gabe gegeben hat. It's to build us up. Es ist, um uns aufzubauen. Matthew or Mark 16, 17 through 18. Markus 16, 17 bis 18. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly,
it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Diese sind: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auch den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden wieder gesund werden. See, tongues is a supernatural utterance given to us by the Holy Spirit. In Zungen zu sprechen ist eine übernatürliche Sprache, die uns vom Heiligen Geist gegeben wird. And will often manifest in syllables in another tongue that are unfamiliar to us. Und oftmals sieht es dann so aus, dass wir Silben sprechen in einer Sprache, die wir nicht kennen. So your mind will not be fruitful. Also wird in diesem Moment dein Verstand nicht fruchtbar sein. And that's okay. Und das ist so in Ordnung. Your spirit is being fruitful. Dein Geist ist in diesem Moment fruchtbar. We're called to worship God in spirit and truth. Wir sind berufen, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. 1 Corinthians 14:14 says, "For if I pray in tongues, my spirit is praying, but I do not understand what I'm saying." 1. Korinther 14:14, denn wenn ich in anderen Sprachen spreche, dann betet mein Geist und mein Verstand weiß nicht, was ich sage. But this is the first manifestation of power that we receive. Aber das ist das erste Zeichen oder die erste Manifestation der Kraft, die wir empfangen haben. Acts 1:8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Apostelgeschichte 1:8, da steht: Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. All who were there received the power of the Holy Spirit and then spoke with new tongues. Alle, die da waren, haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und in anderen Sprachen gesprochen. Now my encouragement to you in this. Meine Ermutigung für euch ist: Is do not put God in a box. Dass wir Gott nicht in eine Schachtel stecken. God is infinite. Gott ist unendlich. He is incomprehensible. Er ist unbegreiflich. So we have to understand that he will move in different ways in our lives. Also müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass er auf verschiedene Arten und Weisen wirken wird in unserem Leben. It was about 11 years ago that we were baptized in the Holy Spirit. Wir sind circa vor 11 Jahren im Heiligen Geist getauft worden. Yep. After our trip to Bolivia, obviously. Nach unserer Reise nach Bolivien offensichtlicherweise. We realized we needed the power of the Holy Spirit. Hatten wir realisiert, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchten. But the way it happened for Teresa was different than the way it happened for me. Aber die Art und Weise, wie es für Teresa passiert ist, war anders wie bei mir. We had missionary friends who were talking with her directly. Wir hatten Freunde, die Missionare waren, die mit ihr gesprochen haben. And they prayed over her. Sie beteten für sie. They explained it through the scripture. Sie erklärten alles anhand der Bibel. And they said, let me step back. The one lady, she spoke Dutch, English, and Spanish. Nochmal kurz zurück, die Missionarsfrau, die konnte Dutch, English and Spanish? Yeah. Also Dutch, ihr wisst ja, Holländisch, Englisch und Spanisch. Is it? Yeah, not the way you treat. No, no, but yeah, they got it. Okay. They don't need, I don't know why I'm here. And so she told my wife. Also sagte sie zu meiner Frau. When I speak in English, wenn ich auf Englisch spreche, I turn off my Dutch and Spanish. Dann schalte ich ja mein Holländisch und mein Spanisch aus. When I speak in Spanish, wenn ich Spanisch spreche, I turn off my English and my Dutch. Dann ist mein Holländisch und mein Englisch aus. And so when I speak in the spirit, und wenn ich im Geist spreche, I turn off my natural languages. Da mache ich alle meine natürlichen Sprachen aus. But also the spirit of the prophet, aber gleichzeitig ist es so, dass der Geist des Propheten is subject to the prophet. Trotzdem noch dem Propheten untertan ist. God's not going to take over your body. Gott wird deinen Körper nicht einfach so übernehmen. He's not going to open your mouth for you. Er wird deinen Mund nicht für dich öffnen. But as you speak, aber wenn du sprichst, he empowers your speech. Während du sprichst, gibt er deiner Sprache Macht und Kraft. You just open yourself up to him. Du öffnest dich ihm einfach nur. God is a loving and gentle God. Denn Gott ist ein liebevoller und sanfter Gott. So my wife was standing there. Meine Frau stand also da, thinking, what's going to happen? Und dachte sich, was passiert jetzt? And all of a sudden she just opens her mouth. Und plötzlich öffnete sie ihren Mund. Out of obedience. Aus Gehorsam. And all of a sudden a heavenly language came out. Und plötzlich kam eine himmlische Sprache raus. She was lit up like a light bulb on the inside. Innerlich war sie wie wie die Sonne hat sie gestrahlt. Lots of heat from her, you know, just weeping uncontrollably. Sie hat geweint und so. Yes. It was very powerful. Es war sehr, sehr mächtig. Now for me, für mich, I processed it for weeks beforehand. Und ich habe das Wochen im Voraus durchdacht. Is that a German thing? Yes. Geht es euch auch so manchmal in Deutschland?
Our joke is I'm much more German than my wife. Der Witz ist, dass ich viel Deutscher bin als meine Frau. So I thought about it for weeks. Ich habe wochenlang mir das überlegt. I understood the science behind it. Und ich wollte erstmal die Wissenschaft dahinter verstanden They've haben. Actually looked at the brain scan while people pray in tongues. Die haben Leuten einen Hirnscan gemacht, während sie in Zungen gebetet haben. And the part of your brain that lights up is the spiritual part of your brain. Und der Teil im Hirn, der dann da aktiv ist, ist der geistliche Teil. It's not the natural language part. Nicht das Sprachzentrum. So it's actually your spirit that is speaking. Der Geist ist das, was spricht. And so I learned that we had to actually speak. Also war mir klar, dass ich tatsächlich selbst sprechen musste. And then at our men's Emerge conference, als wir dann also unseren Männer Emerge Konferenz hatten, it was the first year I had been there, das war mein erstes Mal dort. I was baptized in the Holy Spirit. Da wurde ich im Geist getauft. Yes. No light bulb for me on the inside, ich habe nicht gestrahlt wie die Sonne, but I did feel the presence of God. Aber ich habe die Gegenwart Gottes gespürt. It's not about your feelings, it's about the fruit. Es geht nicht darum, wie wir uns fühlen, sondern es geht um die Frucht. We're not led by our feelings, we're led by the word of God. Wir werden nicht von unseren Gefühlen geleitet, sondern vom Wort Gottes. So why should we speak in tongues? Warum sollten wir in Zungen sprechen? God is a God of order. Gott ist ein Gott der Ordnung. So some people tell me that God must be German. Deswegen denken auch manche Leute, Gott ist deutsch. But then some people say, well, God is a God of love, so maybe he's French. Und dann sagen andere Leute, Gott ist ein Gott der Liebe, also ist er vielleicht französisch. And then an Italian tell me that, well, Jesus turned water to wine, so he's obviously Italian. Dann sagt der Italiener, naja, Jesus hat ja Wasser zu Wein gemacht, deswegen offensichtlich italienisch. And the Americans say, well, he's a God of freedom, so obviously he's an American. Und der Amerikaner sagt, er ist ein Gott der Freiheit, also ist er Amerikaner. But I think we know he's a God of us all, amen. Aber ich denke, wir wissen, dass er ein Gott von uns allen ist, amen. But we're here to pray God's perfect will. I didn't hear that. Pray God's perfect will. Wir sind hier, um Gottes vollkommenen Willen zu beten. There is a purpose to praying in tongues. Es gibt einen Zweck dahinter, in Zungen zu beten. It is not a fruitless activity. Es ist keine Aktivität ohne Frucht. It has powerful fruit. Es hat mächtige Frucht. See, when we pray in the Spirit, wenn wir im Geist beten, we're able to pray God's perfect will. Dann beten wir den vollkommenen Willen Gottes. Because we're not limiting ourselves by our own mind. Weil unser eigener Verstand uns nicht begrenzt. By the natural mind. Der natürliche Verstand. Romans 8:26-27. Römer 8, 26 und 27. Likewise, the Spirit also helps us in our weakness, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechbaren Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Number two. Zweitens. Praying in tongues builds our spirit. In Zungen beten baut unseren Geist auf. It edifies our spirit. Es ermutigt unseren Geist. We're called not just to be physically strong. Wir sollen nicht nur körperlich stark sein. Not just mentally strong. Nicht nur in unserem Verstand stark sein. But spiritually strong as believers. Sondern auch im Geist stark sein als Gläubige. 1 Corinthians 14:4 says. 1. Korinther 14:4 sagt. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves. Jeder, der in einer Sprache spricht, baut sich selbst auf. Also, praying in tongues is direct communication with the Spirit. Außerdem ist die Zungenrede direkte Kommunikation mit dem Geist. That's why the Bible says that we pray in the Spirit on every occasion. Deswegen steht doch in der Bibel, dass wir alle Zeit in Zungen beten sollen oder in Sprachen beten sollen. It's us communing with the Holy Spirit. Das ist, wenn wir Gemeinschaft mit dem Geist haben. And I also love the fact that it's communication from man to God. Außerdem ist es so schön, dass es die Verbindung ist oder die Kommunikation zwischen dem Menschen und Gott. I don't pray in the Spirit to communicate to my wife. Ich bete nicht im Geist, um mit meiner Frau zu sprechen. I pray in the Spirit to communicate to God and to edify God and myself. Ich bete im Geist, um mit Gott zu sprechen, um mich selbst aufzubauen und Gott. Yes, 1 Corinthians 14:2 says, for anyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. 1. Korinther 14:2, denn wer in Zungen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, im Geist aber redet er Geheimnisse.
Now one of the other things that me and my wife like to do. Etwas anderes, was meine Frau und ich gerne zusammen machen. When we pray in the spirit. Wenn wir im Geist beten. Is like we love to imagine. Wir lieben es, uns Dinge vorzustellen. We think about what God wants. Wir denken darüber nach, was Gott will. We think about the miracles we want to see God do. Wir denken über die Wunder nach, für die wir zu Gott beten. Your imagination is actually the window from heaven to earth. Und deine Vorstellung ist wie ein Fenster des Himmels auf der Erde. As humans, als Menschen, we are created to co-create with God. Sind wir geschaffen worden, um mit Gott zu schaffen. No other animal, kein anderes Tier, can speak, kann sprechen, or take something from the spiritual and bring it to the natural. Oder Dinge aus dem Geistlichen nehmen und ins Natürliche bringen. We create with our words, wir erschaffen mit unseren Worten, and with our hands, und mit unseren Händen. So we use our imagination, it is a gateway to the spiritual. Also wenn wir unsere Vorstellungskraft nutzen, dann ist es wie ein Zugang zum Geistlichen. The devil wants to hijack your imagination for bad. Der Teufel will deine Vorstellungskraft zum Bösen übernehmen oder entführen. But our imagination was to actually create and birth the things of God. Aber Gott hat unsere Vorstellung dafür gemacht, dass wir die Dinge Gottes zur Welt bringen. So what are you using your imagination to believe for? Also für was benutzt du deine Vorstellung, um was zu glauben? See, fear is so different from faith. Denn Angst ist ganz anders wie Glaube. Fear is believing something that won't happen will happen. Angst bedeutet, or might not happen will happen. Say that again. So fear is believing something that might not happen will happen. Angst ist zu glauben, dass etwas, das vielleicht überhaupt nicht geschieht, auf jeden Fall geschieht. But faith is believing that something that might happen might happen. Faith is what? Something that might happen might happen. Genau, Glaube ist daran zu glauben, dass etwas, das passieren könnte, auch passieren könnte. So why not choose faith? Warum würde man also nicht den Glauben wählen? The devil wants to bring us to fear. Der Teufel will, dass wir Angst haben. But God wants to bring us to faith. Aber Gott will uns Glauben schenken. So it's very powerful to pray in tongues. Also es ist sehr mächtig, in Zungen zu beten. And to use your imagination for the things of God. Und deine Vorstellungskraft für die Dinge Gottes zu benutzen. It is a daily discipline that both me and my wife do. Es ist eine Disziplin, die meine Frau und ich täglich tun. It's been absolutely life-changing. Und es hat unser Leben wirklich verändert. Does that make sense? Macht das Sinn? Yeah. Great. Okay, so how do you pray with someone to get baptized in the Holy Spirit? Also, wie beten wir mit jemandem, dass die Taufe im Heiligen Geist empfängt? Well, first of all, the person has to be born again. Erstens mal muss die Person wiedergeboren sein. They need to know that Jesus Christ is their Lord and Savior. Sie müssen wissen, dass Jesus Christus ihr Herr und ihr Erlöser ist. So if someone comes up to me, wenn jemand also zu mir kommt, and wants to be baptized in the Holy Spirit, und im Geist getauft werden will, I first ask him if they've made Lord Jesus Christ their Lord and Savior. Dann frage ich ihn zuerst, ist Jesus Christus dein Herr und Erlöser? And I ask them, und ich frage sie, if they've repented of their sins, ob sie von ihren Sünden umgekehrt sind, Buße getan haben, and given their heart to him, und ihr Herz Jesus gegeben haben. Assuming they say yes, wenn sie dann ja sagen, I will have them focus on Jesus, dann sage ich ihnen, konzentriere dich auf Jesus. And the love that he has for them. Und die Liebe, die für dich hat. I want to tell them to clear their mind. Ich will ihnen sagen, dass sie ihren Verstand leer machen sollen. The biggest stop I've seen from people getting baptized in the Holy Spirit. Denn die größte Hürde, was die Menschen davon abhält, im Geist Gottes getauft zu sein, is their mental intellect. Ist ihr Kopf und ihr Intellekt. It's really unbelief. Was im Endeffekt Unglaube ist. God won't do this for me. Zum Beispiel zu sagen, Gott wird mir das nicht schenken. Or if he does, it must look exactly how I want it to look. Oder wenn Gott das macht, dann muss es ganz genau so aussehen, wie ich mir das vorstelle. But we remember, God is God. Aber denkt dran, Gott ist Gott. And we are the ones who receive. Und wir sind die Empfangenden. I also want to take any pressure off of them. Außerdem will ich ihnen jeglichen Druck nehmen. They may not physically feel anything. Vielleicht fühlen sie, spüren sie keinen Druck physikalisch. I did not physically feel anything. Ah, nee, vielleicht merken sie gar nichts oder spüren sie gar nichts. Ich habe, als ich getauft wurde, auch nichts gespürt. Yeah. But my wife did feel, physically feel something. Meine Frau, die hat körperlich bei der Geistestaufe was gespürt. So then I also let them know that they may feel led to mutter or say some syllables. Dann will ich ihnen sagen, dass es sein könnte, dass sie gleich was sagen wollen, entweder stottern oder irgendwie Silben aussprechen. Yeah, that the spirit of the prophet is subject to the prophet. Weil eben der Geist des Propheten immer noch dem Propheten selbst untertan ist. So they will have to step out in faith. Also werden sie diesen Glaubensschritt machen müssen.
And so I will take them through a basic prayer. Dann bete ich mit ihnen zusammen, also ein Gebet. And then I'll have them repeat after me a simple prayer. Und es ist ein ganz einfaches Gebet, wo sie dann einfach nachbeten dürfen. Here's an example. Das ist jetzt zum Beispiel mein Beispiel. Father. Vater. I recognize my need for your power in my life. Ich erkenne an, dass ich in meinem Leben deine Kraft brauche. To live a fully empowered life. Um ein vollständig befähigtes Leben zu führen. Fill me with your Holy Spirit. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. By faith I receive the Holy Spirit. Im Glauben empfange ich den Heiligen Geist. Based on your promises. Basierend auf deinen Verheißungen. Holy Spirit. Heiliger Geist. You are welcome in my life. Du bist willkommen in meinem Leben. Thank you for baptizing me. Danke, dass du mich getauft hast. Simple. Einfach. It's not about works. Es geht nicht um Werke. It's just inviting God into our life. Sondern darum, Gott in unser Leben einzuladen. Does that make sense? Macht das Sinn? Great. Any questions? Gibt's dazu Fragen? No questions. Keine Fragen? Could you repeat the prayer? Yes, very simple. Remember, it's not about having the right words. Also es ist sehr leicht und es geht auch nicht darum, die richtigen Worte zu haben. But it's simply asking the Holy Spirit to baptize us. Sondern es geht einfach darum, den Heiligen Geist zu bitten, uns zu taufen. So I say, Father, also dann sage ich, Vater, I recognize I need your power in my life. Ich erkenne an, dass ich deine Kraft in meinem Leben brauche. Fill me with your Holy Spirit. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. And by faith I receive the Holy Spirit. Und im Glauben empfange ich den Heiligen Geist. Based on your promises. Basierend auf deinem Versprechen. Holy Spirit, you are welcome in my life. Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Leben. Very simple. Es ist sehr leicht. Also was macht er, wenn die Person nicht direkt anfängt, in Sprachen zu reden? What do you do if the person does not immediately start speaking in tongues? Do you keep praying? Or what do you do then? Yeah, it's great. The biggest thing is you have to be sensitive to the Holy Spirit. Das Wichtigste ist, dass du als Person, die betet, sensibel sein musst für den Heiligen Geist. There will be some people that have a block in their head. Weil manche Menschen haben eine Blockade im Kopf. Some people just need to be encouraged to begin to speak. Manche andere brauchen vielleicht einfach nur eine Ermutigung, dass sie selbst lossprechen sollen. But ultimately it's going to be up to whether that person's ready to be open to receive the Holy Spirit. Aber letztendlich wird es darum gehen, ob die Person bereit ist, den Heiligen Geist zu empfangen. I've seen multiple people where they've gone up 5, 10, 15 times. Ich habe verschiedene, mehrere Leute gesehen, die 15 Mal für sich haben beten lassen. And then for whatever reason on number 16 they speak in tongues. Und dann, warum auch immer, am 16. Mal haben sie dann in Sprachen gesprochen. Yeah. Some people take longer to process. Manche, die brauchen länger, um das zu verarbeiten. I was one of those people. So einer war ich. I just processed in my prayer time though. Ich habe es ganze einfach in meinen Gebetszeiten verarbeitet. Yeah. Yeah. Does that make sense? Macht das Sinn? Any other questions? Noch weitere Fragen? Ganz laut. Ist das Sprachengebet ein Indikator dafür, ob man im Heiligen Geist getauft ist? Is praying in tongues the indicator of whether or not somebody is baptized in the Holy Spirit? I would say it's the most evident. Ich würde sagen, es ist der offensichtlichste Indikator. So, someone, you can be baptized in the Holy Spirit and not pray in tongues. Es ist möglich, dass du im Heiligen Geist getauft wirst und nicht in anderen Sprachen sprichst. But you are able to pray in tongues. Aber dann kannst du in Zungen sprechen. You just need to just to do it. Du musst es dann einfach machen. If you see the signs and wonders following someone consistently, they're probably baptized in the Holy Spirit. Wenn du siehst, wie auf regelmäßiger Basis Zeichen und Wunder einer Person folgen, kann man davon ausgehen, dass diese Person im Heiligen Geist getauft ist. But praying in tongues is the easiest and quickest, most evident. Aber die Zungenrede ist das leichteste und offensichtlichste, was man sehen kann. Yeah. And it's so important, it builds our spirit. Und es ist sehr, sehr wichtig, weil es unseren Geist aufbaut. Muss man vorher im Wasser getauft sein? They have to be baptized in water before you can access the bathroom. No, I wouldn't say you need to, no. We've seen it, if you look in scripture, you'll see it happen at the same time, but you also see it differently. Also biblisch sieht man, und auch aus Erfahrung, dass es nicht sein muss. Es passiert gleichzeitig, davor, danach. Yeah. But good idea to get water baptized, amen. Aber es ist eine gute Idee, im Wasser getauft zu werden, amen.
Any other questions? Yes. Also es gibt viele Menschen, die in Zungen reden, aber ihnen folgen keine Zeichen und Wunder. There are many people who speak in tongues, but you don't see any like signs or miracles following them consistently. Yes. Yes. Maybe a German problem. Yeah, I mean you see it everywhere. Really? Das sieht man überall, ja, richtig. Praying in tongues is not an end in itself. In Zungen zu sprechen ist nicht einfach nur ein Ziel, das man erreichen muss. It's not the goal. Es ist nicht das Ziel, was man erreichen muss. Praying in tongues help us accomplish our goal. Sondern es hilft uns, unser Ziel zu erreichen. And that goal is to minister to the people that God has put in front of our lives. Und das Ziel ist, den Menschen zu dienen, die Gott in unser Leben gebracht hat. So some people have made praying in tongues the be-all, end-all. Manche Leute haben das Zungengebet zum größten und wichtigsten gemacht. That's where Christianity stops. Und da hört dann sozusagen das Christentum auf. Once you pray in tongues, you've reached every level you need to. Weil aus dieser Sicht, man sagt, sobald man in Zungen redet, hat man einfach alles erreicht, was es gibt zu erreichen. But nothing can be further from the truth. Aber nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit. Praying in tongues helps us to minister. Denn die Zungenrede hilft uns zu dienen. And to accomplish the things of God. Und hilft uns, die Dinge Gottes zu erreichen und zu schaffen. So you can pray in tongues and not minister to people. Also kannst du in Zungen beten und den Leuten überhaupt nicht dienen. But the purpose is that we minister to people. Aber der Punkt daran ist, dass wir Menschen dienen. God is a God of order. Gott ist ein Gott der Ordnung. Germans love order. Deutsche lieben Ordnung. But with order, that means there's a purpose. Aber wenn wir die Ordnung haben, dann hat es auch ein Ziel oder einen Sinn. Yeah. The design is not the end in of itself. Die Ordnung ist nicht der Sinn. Because of the design shows us the purpose. Sondern die Ordnung zeigt uns den Sinn. And the purpose of tongues is to edify ourselves so that we can minister powerfully. Und der Sinn der Zungenrede ist, uns selbst aufzubauen, damit wir dann in Macht andere Menschen dienen können, auf kraftvolle Art und Weise. Yeah. That we can more readily hear the Holy Spirit. Damit wir auch den Heiligen Geist besser hören können. And then, you know, other people are also gifted in many different ways. Und andere Leute haben auch viele verschiedene andere Gaben. For example, zum Beispiel, you know, many people can operate in prophecy. Es gibt viele Leute, die prophetisch begabt sind. But then there are certain people who really operate on another level. Aber dann gibt's Leute, die auf einem ganz anderen Level prophetisch begabt sind. And then there are those who teach on another level. Und dann gibt es auch Lehrer, die auf einem anderen Level lehren können. Or see more healings. Oder Menschen, die einfach mehr Heilungen sehen. So we can all access those gifts. Wir alle haben Zugang zu diesen Gaben. But some people are gifted in those areas. Aber manche Leute haben noch mal eine andere extra Begabung in verschiedenen Bereichen. For example, my wife is very prophetic. Zum Beispiel ist meine Frau sehr prophetisch. She operates very powerfully in words and knowledge and deliverance. Sie hat sehr, sehr viele prophetische Eindrücke und Worte. I'm more of a teacher. Ich bin mehr Lehrer. I'm gifted in teaching. Ich habe eine Lehrbegabung. She's not as gifted in teaching. Sie hat nicht die Art Lehrbegabung wie ich. No, she is a great teacher, don't get me wrong. Sie ist eine gute Lehrerin, versteh mich nicht falsch. Yes. And I operate in prophecy. Und ich spreche auch prophetisch. Or words of knowledge. Oder in Worten der Weisheit und Erkenntnis. But not at the level that my wife Aber does. Nicht so, wie meine Frau das macht. So it's okay to see people operating differently in the body of Christ. Es ist also vollkommen in Ordnung zu sehen, dass verschiedene Menschen andere Schwerpunkte und Gaben haben im Leib Christi. We are meant to work together. Wir sollen nämlich zusammenarbeiten. As a body. Als ein Leib. Does that make sense? Macht das Sinn? Any other questions? Okay, gibt's noch Fragen? We should be good. Do you want to? Yes. Does anybody feel like they want to be baptized in the Holy Spirit? Würde denn jemand jetzt genau in diesem Moment gerne mit dem Heiligen Geist getauft werden? Dann gib jetzt ein Handzeichen. Yes. Yes. Anybody else? Noch jemand? Zeigt mir ein Handzeichen. Yes. All right. Yes. Today could be the day. Heute könnte der Tag sein. All right. You want to pray with me? Does this make sense to you, my teaching? Macht dieses Sinn, was ich euch gesagt habe? Do you believe you can receive the power of the Holy Spirit? Glaubt ihr, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen könnt? Yes. Yes, he is here. He is here to love you and to be with you. Denn er ist hier, um euch zu lieben und bei euch zu sein. To empower you. Um euch zu befähigen. But then as we must speak. So what I want everybody to repeat after me. Und ich bete jetzt was vor
Und wir sprechen alle repeat after you, right? Yes, yes. Okay, so you're going to wait until they repeat. Yes. Okay. Also, er betet auf Englisch, dann bete ich auf Deutsch und ihr betet dann bitte nach, was ich auf Deutsch sage und dann sagt er den nächsten Satz. Okay? Das wird schwierig, aber wir schaffen es. Yes. So everyone, let's stand up. Okay, wir stehen zusammen auf. And once we've prayed this prayer, if you already pray in tongues, I want you to pray in tongues after. Okay, also as in faith with other people. Wenn wir dieses Gebet gebetet haben und du sprichst schon in Zungen, dann kannst du direkt danach sofort loslegen, in Zungen zu sprechen. Yes. Holy Spirit, you are welcome here. Heiliger Geist, du bist hier willkommen. Father. Vater. I recognize my need for you. Ich erkenne, dass ich dich brauche. And I need your power. Und ich brauche deine Kraft. I want to live an empowered life. Ich will ein kraftvolles Leben führen. Fill me with your Holy Spirit. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. By faith. Im Glauben. I receive the Holy Spirit. Empfange ich den Heiligen Geist. I trust in your promises. Ich vertraue deinen Versprechen. Holy Spirit, you are welcome in my life. Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Leben. Thank you for baptizing me. Danke, dass du mich getauft hast. Now, if you have your prayer language, let's begin to pray. Lass uns jetzt zusammen zum Beten. Start to pray. Urabasata kishimba daratate teke. Ubukububuraba. Siki kibaba batarabara tarabara. Father God, we baptize these people in the Holy Spirit. We baptize them, Father God. We declare that your presence is here, Father God, to shed off the old and to walk into the new. Just receive his power. Receive his love. Receive his power. Receive his love. Empfange seine Kraft. Empfange seine Liebe. Yes, God, we thank you, God, that you are here, that you are with us and you empower us. Wir danken dir, dass du hier bist, Herr. Wir danken dir, dass du mit uns bist und dass du uns befähigst. Yes, we thank you that your Holy Spirit is here with us. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist bei uns ist. And we thank you that it starts here today. Und wir danken dir, dass es hier heute anfängt. That we walk in your power. Dass wir in deiner Kraft gehen. All the days of our life. Jeden Tag unseres Lebens. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Very powerful. And my encouragement to you is if you just received the gift of tongues for the first time today, it's something that you have to walk out. Ich will dich ermutigen, wenn du heute die Geistestaufe zum ersten Mal empfangen hast, das ist etwas, was man leben muss. Don't look for just some feeling. Schau nicht nach einem bestimmten Gefühl. But walk it out in a discipline. Sondern lebe es mit Disziplin. It should be easy for Germans, should it not? Das sollte ja für Deutsche ganz leicht sein. Disciplined people. Disziplinierte Menschen. Amen. Amen. Amen.